Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bioshock Infinite. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir waren auf dem Flaggschiff stehen geblieben. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen weiter gespielt, weil ich in der letzten oder als ich das letzte Mal aufnehmen wollte, ein paar Probleme hatte und da ist es ein Speicherpunkt weitergegangen. Ja, deswegen machen wir einfach mal weiter. Wir haben hier so ein paar, ja, was soll ich dazu sagen? Hier sind solche Container und in diesen Containern sind diese dicken Roboter drin und die haben wir jetzt gerade hier irgendwie nach unten fallen sehen. Und jetzt wollen wir, glaube ich, direkt irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, wohin direkt. Also irgendwo wollen wir jetzt hin. Komm mit! Auf einer Seite unseres Slums steht der falsche Hirte. Los. Auf der anderen die Überreste der gotteslästerlichen Vox Populi. Oh je. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stachel! Okay, das ist schön. Och, Mann, immer komme ich auf diese Taste dort. So, wir haben auch nicht mehr viel Munition. So ein Mist. Aber ich freue mich, dass es jetzt wieder mit der Aufnahme klappt. Ich dachte, er hat ein Treiberproblem oder so. War irgendwie nicht der Fall. Kann ich euch ja noch was von meinem Stream noch ein bisschen erzählen? Das war... Oh. Also... Streaming macht wirklich Spaß, vor allem wenn ich so tolle Zuschauer habe wie euch, die dann nebenbei auch noch mit mir reden und ja, mir Tipps geben, wie ich dann weiterkommen kann. Das finde ich echt schön von euch. Was? Munition? Achso, für die Schrotflinte, alles klar. Und dann brauchen wir noch für das Sturmgewehr. Genau, oder eher gesagt für das Maschinengewehr. So, haben wir hier noch was? Ja, ich bin jetzt nicht so der Fan von den Zaubereien. Ich finde die Krähen finde ich eigentlich mit am kurzen. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie das so aussieht. Da sind nämlich diese komischen Roboter mit der Minigun drin. Und ja, wir befinden uns kurz vorm. Also kurz. Wir haben noch ein bisschen Zeit zum Spielen, denke ich mir. Aber wir befinden uns schon relativ am Ende des Spiels, was mich auch schon ein bisschen traurig macht. Da ist die Steuerung. Schaffen wir die Kapseln von den Strecken. Macht die Skyline des Hauptdecks frei. Ja, los geht's. Ach so. Ja, das ist erst auch passiert. Ach so, werfen wir auf den Boden. Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Oh, wir müssen abwarten, bis wir tot sind. Autsch. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht? Mehr nicht? Warum nicht? Ja, jetzt bräuchte ich ein Scharfschützengewehr. Wäre mal... Oh, die kommen da hinten hoch. Ah, jetzt verstehe ich, dass die Kapseln müssen wir wegmachen, damit wir dann die Skyline durchbekommen, um höher auf das Flaggschiff zu kommen. Ich frage mich, warum sie eigentlich nie angegriffen wird. Aber ich glaube, sie ist ja eher das Objekt des Begehrens. Sie wollen mich ja erstmal töten, damit sie dann an sie heran können. So, da oben müssen wir hin. Alles klar. Los! Schon dabei! So, dann gehen wir doch mal zur Skyline. Das zieht sich ganz schön. Das zieht sich. So, komm her. So, jetzt aber. Was, ein Patriot? Oh nein. Oh oh. Los, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes, okay, wir können hoch. Komm, 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 komm. Jetzt können wir hoch, alles klar. Die Strecken sind frei. Es mag sein, dass ich sie besiege, De Witt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Dass ich mich selbst töte? Nee, das glaube ich nicht. Oh je. Yeah. Oh, ich bin schon so gespannt. Deck noch. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Okay. Elizabeth kommt mit. Da freue ich mich doch. Oh je. Yeah. Comstock ist ein Deck höher. In der Kabine des Propheten. Ich bin schon ganz aufgeregt.
Oh je. Was wird gleich passieren? Den da! Fertig! Hinterher! Oh! So kann ich ja nicht sehen hier. Was für ein Handyman? Jetzt hätte ich gerne ein Scharfschützengewehr. Wozu ist das denn da? Ah, das sind die Raketen. Oh, das ist so ein Ding. Okay. Oh, kommt da mal eine schöne Ladung im Kopf. Oh. Ach du. Heilige. Danke. Ja. Sieht nicht so gut aus für dich. Ja. Wow, den haben wir echt richtig schnell niedergemetzelt. Wow. Okay. Was haben wir denn hier? Zeugs. Sah aus wie ein neuer Trank. Neuer Zauber kurz vorm Ende. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Ich denke mal so, wie ein Part kriege ich vielleicht noch rein. Oder vielleicht sogar noch zwei. Dann müssen wir uns wohl oder übel den Ende nähern. Öffnen! Oh. Na, hier war doch noch jemand. So. Ja, dann können wir jetzt weitergehen, oder? Wenn hier nichts mehr ist. Oh. Da oben ein Geschütz. Darf ich das überhaupt? Okay. Gut. Da ist noch eins. Block, block, block. Ich hab 'ne Idee. So. Danke. Vielen Dank. Alles klar. So. Das müsste es gewesen sein. Oh. Da lebt noch jemand. Jetzt nicht mehr. Geht klar. Okay, und dann gehen wir mal weiter. Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Oh je. Das ist keine Knarre. Das ist keine Knarre? Vielleicht könnten wir uns... Ja, wir könnten uns jetzt eigentlich noch ein paar Schadensboost-Dinger holen. Burstgun... Nee. Schadensboost, Schadensboost. Den Revolver. Den Revolver hätte ich auch gerne mal. Ich weiß aber nicht, ich habe den noch nie gesehen. Danke. Da können wir uns dann was Schönes einkaufen gehen, wenn wir in Paris sind. Muss ich das jetzt nicht alles ausgeben? Ich hoffe, wir sehen mal Paris dann noch. Du willst einen Tisch machen, falscher Hirte. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Ach ja. Und deine Sünden natürlich auch nicht. Und rein da. Oh oh. Konfrontiere Comstock. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm... Ja, ich bin gleich bei dir. Wer ist gleich bei mir? Na, wir können hier nicht lang. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Hä? Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen
und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Er lügt. Doch der Erzengel sprach auch: Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt. Lassen Sie mich! Los! Frag den falschen Hirten! Sag's ihr! Sag's ihr, falsche Hirte! Sag ihr die Wahrheit! Meine Hand! Sag... Ja. Sie ist deine Tochter, so, jetzt gibst du mir auf die Fresse. Und du hast sie im Stich gelassen! War es das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker! Ihr sperrt sie Können wir das unterbrechen? Ihr den Finger ab und schieben es auf mich! Booker, hör auf! Hör auf, Booker! Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Was ist meine Nase? Ich kann sie nicht sehen. Elisabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur öffnen. Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lasse mir unterwegs was einfallen. Ach, das ist sie. Da ist Elisabeth. Wir wollen also den ganzen Turm zerstören. Okay, finde ich die Steuerung. Ah, da haben wir ihn doch umgebracht. Ob das jetzt so eine gute Idee war? Er hat mich schon ein bisschen überzeugt. Oh. Der Prophet stirbt. Die Metastasen haben ihn schnell altern lassen. Warum verfällt dieser Comstock, während ein Comstock in einer anderen Welt gesund bleibt? Wenn unsere Gene Schicksal sind, wie kommt dieser Unterschied zustande? Vielleicht durch Kontakt mit der Vorrichtung? Das muss weiter erforscht werden. Ja. Die Rosalind. Kriegst du das? Die weiß Bescheid. Da ist die Steuerung. Okay. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Aber das muss jetzt sein. Das muss. Käfig. Käfig, okay. Was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage. Käfig auf Englisch. Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, sie wüssten, was kommt. Hast du das vorhergesehen, alter Mann? Wir müssen uns bereit machen. Hast du das vorhergesehen, Prophet? Du setzt deine Tochter nicht auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Wir müssen ihn ansingen. Ihn ansingen? Ansingen? So können wir ihn doch schlecht ansingen, oder? Ein Lied! Ach so. Oh. Ist das episch? Psst, das ist ja gut. Ich bin hier. Hallo? Wirst du mir helfen? Oh. Du musst mich beschützen. Tust du das? Tust du das für große mich Augen. Ein letztes Mal? Bitte. Los. Los. Los, los, los. Booker, oh, was haben wir uns oben rechts? Wir können das, ihn gegen die Wachsflotte einsetzen. Alles klar. Booker, jo. Raketen. Ich glaube, daraus kann ich noch ein Part machen. Und dann sehen wir uns zur finalen Endschlacht wieder im letzten Part. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen.